permanenten, konstanten Ablauf, sodass man sich auch immer wohlfühlt. Man trifft die unterschiedlichsten Leute, sehr interessante Menschen und es ist immer eine ganz besondere Atmosphäre hier. Mein Name ist Barbara Watzlawick. Ich habe ursprünglich eigentlich BWL studiert und war eine Zeit lang im Marketing tätig, habe dann zwei Kinder bekommen und war dann zu Hause. War aber immer schon parallel dazu Schwimmtrainer und arbeite jetzt an einer Schule mit Kindern im Schwimmtraining. Dadurch bin ich auch auf die Idee gekommen, mich näher mit Kindern zu beschäftigen, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht, wo man sieht, dass die nicht ganz glücklich sind und im Reinen sind. Und habe mich dann dafür interessiert, ein Kinder- und Jugendcoaching zu machen. Ich bin eigentlich hier in dieses Seminar gekommen, ohne große Erwartungen. Ich habe mich einfach darauf eingelassen und bin ganz erstaunt, was das alles mit mir selber gemacht hat. Wir haben gelernt, ein riesen Portfolio bekommen an Instrumenten, um Blockaden zu lösen, um Ängste aufzulösen. Ich dachte nie, dass so Urängste, dass ich die in mir trage, sind auch nur Kleinigkeiten. Wenn man permanent von seiner Lateinprofessorin träumt, das habe ich jetzt einfach hier gelassen in dieser Zeit, weil wir haben gelernt, eben Blockaden zu lösen, Ängste zu lösen. Wir haben Glaubenssatzarbeit gemacht, also dass man auch mal hinterfragt und was, woran man immer schon geglaubt hat, ob man das nicht vielleicht ein bisschen verifizieren kann und mit dem positiven Gedanken mit ins Leben weiternimmt. Wir haben aber auch viel Lerntechniken gemacht, habe ich auch selber erfahren. Ich habe nicht wirklich viel gelernt und trotzdem habe ich, ich kann sagen, alles Notwendige behalten und ich bin erstaunt. Also nicht nur wir haben dieses Instrument gelehrt bekommen, sondern wir haben es auch wirklich gelernt und selber auch ausprobiert. Viel Motivationstraining war dabei, wir können wirklich viel auch in unseren Alltag mitnehmen. Daniel Barsch als Lehrer hat mich auch sehr beeindruckt, nicht nur durch seine humorvolle Art, Lerninhalte zu vermitteln und auch bleibend zu vermitteln, sondern auch dieses fundierte Hintergrundwissen, das er besitzt, in einer so angenehmen Art zu vermitteln.